Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Kreuzworträtselrunde, Tag Nummer irgendwas um die 80. Und ich muss mal hier rüberschalten, weil wir sonst ein anderes Rätsel haben. Nee, das können wir nicht machen. So, ja, bei uns gab es gerade voll schön Essen, richtig geiles ostdeutsches Jägerschnitzel. Ich bin voll und voll gegessen, meine ich. Und ja, bereit, voll loszulegen. Neben Fluss des Mino ist der Tetro. Nein, ist er nicht. Richtig. Abkürzung Technische Uni. Ah, das weiß ich. Das ist das. Eine Schande. Eine Schande. Ist das. Bücher herausgeben. Das ist Publishen, aber das wird nicht passen. Nee. Dann heißt es auch noch, ja, mal gucken. Fleischgericht könnte Gulasch sein, vielleicht. Je nachdem, wie es geschrieben wird. Pflaumfeder. Pflaumfeder. Daune. Bam. Ja, Gulasch. Probieren wir es einfach mal. Aber das wäre doch mal was Schönes für demnächst. Ich weiß, was es als nächstes zu essen gibt. Das Kreuzworträtsel hat mich draufgebracht. Nee. Lebewesen ist ein. Ja. Weiß ich noch nicht. Tier wahrscheinlich. Ja. Yeah. So, mitteleuropäische Zeit ist Central Europe Time oder so, CET. Bin mir noch nicht ganz sicher. Auflehnung, Rebellion, nee, ist es nicht. Schande. Ja. Was haben wir denn hier noch? Bücher herausgeben. Zeitvertreib ist ein Hobby oder so, aber ist es nicht. Sich sehr anstrengen. Start in Westafrika. Oh, das sind ja richtig tolle Sachen. Nass ist auch feucht. Ist es aber nicht. Nein, feucht ist nicht nass. Falsche Methode. Eine Marotte ist ein eigentlich auch ein Laster oder sowas, aber Tasteninstrument könnte. Piano passt nicht, Keyboard passt auch nicht. Klar, 5? Auch nicht. Mann. Was gibt's denn noch? Akkordeon? Nee. Zeitungslüge ist eine sogenannte Ente, das weiß ich. So, was ist denn noch ein Tasteninstrument? Was gibt's denn da noch so alles? Machen wir erstmal den Räucherfisch. So, weiches Mineral. Oh, bei weich denke ich immer an Blei, aber Blei ist es nicht. Ohnmacht ist bestimmt ein Koma, ja. Abkürzung Nationalität. Opernhaus von New York. Winzige Teile sind erstmal Atome. Naturgewalten. Klamotte. Nein. Alimente. Nein, auch nicht. Nein. Schweizerberg. Ach, das ist ja auch. Was gibt es denn hier noch so? Namenszusatz. Gemälde ist ein Bild. Ja. Innenorgan könnte die Leber sein. Ja. Haut durchstechen. Piercen. Ja. Maß für Intelligenz. Ist das? Kammerkomplex medizinisch. Ah, okay. QRS. TUVWXYZ. Und das war ein gutes Viertel des. Warte mal. QRS, TUVWXYZ. Och, das war ja schon fast die Hälfte vom Alphabet. Mensch. So, geologischer Zeitalter. Pleistozän? Nee. Das is it nicht. Was haben wir denn hier noch so? Südamerikanischer Staat.
könnte sein, nicht Mexiko, nicht Peru, nicht, was ist noch so alles südamerikanisch, Brasilien ist es nicht, da gibt es doch noch mehr, da gibt es noch mehr Staaten, das weiß ich, so nordisches Göttergeschlecht sind erstmal die Asen, eingebildet, blasiert, nee, Naturgewalten. Oh. Okay, weiches Material ist doch nicht Kalk, oder? Nee. Aber interessant. Weiches Mineral. Falk, Kalk, Malk? Mit extra Vitamin R? Nein. Palk, Salk, Dalk, Falk, Galk. Talk? Nee. Also ganz ehrlich, mir fallen jetzt gerade auch wirklich Talk. Talk. Modern Talking, wie es aussieht. Nein, nein. Ich glaube, hier kommt ein E hin, einfach mal so. Warte mal. Die wollen mir hier die Elemente als Naturgewalten verkaufen. Okay, ja, ja. Im Zweifelsfall nehme ich das erstmal so hin. Sich sehr anstrengend. Tja, ich versuche erstmal Ghana rauszukriegen und Ghana ist richtig. Sich sehr anstrengend. Für manche Leute ist das eventuell schon Atmen. Aber das wird dann nicht das Wort sein, was da reinpasst. Also es passt rein, aber was nicht das richtige Wort ist. So, also ich würde jetzt mal versuchen, Unehre. Ja, ist auch. Die Schande ist die Unehre. Wissen wir ja alle. Oh Mann. So, das ist auch CET, hatte gepasst. Eine der Musen. Ja. Das wüsste ich auch gerne mal. So, Schweizer Berg. Eiger oder so? Ja. Bücher herausgeben. Editieren ist nicht. Nein. Zeitvertreib. Was ist denn ein Zeitvertreib? Ein Spiel. Bam. Das war hier raten. Das war jetzt hier raten. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ach, verdammt. Elato. Nein. Erato. Ah. Okay, dann ist das wahrscheinlich Tertiär. Ja, ja. Die Marotte könnte die Eigenheit sein. Ist es auch, ist es auch. Südamerikanischer Staat ist nochmal Ghana. Es ist irgendwann mal rübergeschwommen von Westafrika nach Südamerika. Nein, nein, das ist es nicht. Ich überlege gerade, was könnte denn hier... Ja. Eingebildet ist natürlich, also ich weiß das, ich bin eingebildet, genial. Nein. Nass könnte, ach das Nass, ach, boah, wenn das groß geschrieben ist, dann also, war gar nicht so schwer. So, Tasteninstrument, was ist das denn? Okay, die falsche Methode ist der Irrweg. Och Mann. Ich dachte jetzt eingebildet im Sinne von, ja, wie ein eingebildeter Typ, aber nee. So, dann haben wir hier noch Chile. Vorsicht, liegt nicht in Asien.
Bethesda. Nein, das ist es nicht. Ranhalten, meinen die hier und sich sehr anstrengen. Ein Synonym dafür ist auch Asien. Nein, natürlich nicht. Was haben wir hier? Revolte. Re wollte, aber Re konnte nicht. So, sich sehr anstrengen. Keine Ahnung, was das ist. Asten. Astest du auch manchmal? Asten. Nein, keine Ahnung. Sich sehr anstrengen. Ja, den Blick hatte ich auch gerade. Ich weiß gar nicht, ob das der Blick war. Bei irgendeinem Wort hatte ich den Blick. So, jetzt fehlt mir nur noch ein Tasteninstrument. Das ist ja... Ah! Wusste gar nicht, dass das ein Tasteninstrument ist. Gut, Celesta, Tasteninstrument. Ich benutze sowas beim Komponieren und weiß noch nicht mal, was das für ein Instrument ist, aber ich finde es toll, wie es sich anhört. Das ist... Ja, nee, klar. Warte mal. Sind dann so Sachen wie Xylophon auch Tasteninstrumente? Weil ich hätte jetzt gedacht, Celesta geht so in die Richtung der Ideophone und ist dementsprechend sowas so vergleichbar mit einem mit Xylophon und Glockenspiel und so ein Kram. Naja, wie dem auch sei. Machen wir mal hier das Rätsel mit dem Lösungswort. Okay, ein Sektor. Französischer Männername könnte eventuell. Was ist denn eine Ruinenstadt? Eine ganz bestimmte? Knetmasse. Umgangssprachlich, buff. Nee, übermäßig. Also erstmal hier haben wir einen Buchstaben. Den kann ich mir mal. Was war südostasiatischer Staat? Südost. Das heißt, unten rechts. Von euch aus, von der Kamera aus gesehen, da. Das ist Südost. So, das ist dann... Da liegt irgendwas. Indien kann es nicht sein. Es sind nur vier Buchstaben. Welche asiatischen Staaten gibt es denn überhaupt? Die so... Abfall ist eigentlich auch Müll oder Unrat, passt aber beides nicht. Anhöhe. Boah, das sind wieder so fiese Sachen. Laubbaum ist bestimmt wieder was mit einem E am Ende. Reispfanne ist die... Genau die. Stoffbehausung ist... Ah, okay. Ja. Okay, wir haben den Buchstaben. Wir haben den Buchstaben... Gucke mal, ob ich in der Richtung weiterkomme. Kippwagen ist, ja, okay. Doppeldeutigkeit ist doch die hier, ja. Okay, interessant. Jetzt brauche ich doch mal die 4. Filmtheater. Okay, ja. Antrieb bei dem, ja. Ich muss mal bei der 5 nochmal gucken. Okay, nee. Flüssige Speisen sind das, genau. Filmtheater. Gebiet der Technik.
da hatten wir doch die Bionik zum Beispiel. Dann wäre das... Ah, okay, okay. Ja, aha. Okay. Jetzt brauche ich noch die 2 und die 1. Oh, weia. Proben. Testen klappt nicht. Pusten. Mit Pusten kenne ich mich aus mal wieder. Das ist... Ah! Ah! Ah, unser Lösungswort ist klein und, Französisch. Und, anscheinend, anscheinend bin ich nicht scharf. Jetzt bin ich wieder scharf. Vielleicht muss ich mich anders hinsetzen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, unser Lösungswort ist klein und französisch. So. Ich würde sagen, das ist es. Und jetzt gucken wir mal. Das Kino stimmt. Warp-Antrieb. Beim Thema Warp fällt mir auch sofort wieder was ein, woran ich gerade momentan immer noch arbeite. An einem Reverse-Löseprogramm für Pokémon Warps. Und tatsächlich komme ich momentan richtig gut voran. Der Randomizer ist momentan ausgelegt, um Platin zu de-randomisern. Zu randomisieren. Und ich bin momentan auch so weit, dass ich das de-randomisieren könnte. So mehr oder weniger. Hab's noch nicht ganz getestet, aber zumindest alles ist zusammenprogrammiert. Werd wahrscheinlich demnächst mal irgendwann einen Stream dazu machen, in dem ich das auch teste. Und der wird public sein. So, Vergnügen. Fun. Keine Ahnung. Erstmal blasen wir hier. Zum Marsch. Oder so. So, jedenfalls, ich bin auch momentan sogar, ich versuche, sagen wir es mal so, was ist denn das? Schnee. Ist eine Niederschlagsart. Aber Regen ist es zum Beispiel nicht. Niesel. Das ist es. Na, jedenfalls, ich versuche auch noch ein bisschen Grundlagenforschung zu betreiben, damit ich das mit allen anderen Nintendo DS und Game Boy Advance ROMs relativ schnell nachrüsten kann. Für den Fall, dass der Teleport-Randomizer geupdatet wird, die werden wahrscheinlich momentan so ein bisschen was an Zeit brauchen, weil der Platin-Randomizer so ein bisschen... er funktioniert irgendwie, aber... er hat noch einiges an Arbeit. Also die haben einiges an Arbeit vor sich, damit er auch so gut funktioniert und nicht sogar Dateien ausspuckt, bei denen man rein theoretisch die zugehörige Challenge gar nicht schaffen kann. Bin da selber sehr aktiv ein bisschen aktiv in Sachen Debugging. Wenn ich was finde, weise ich drauf hin. So, was haben wir denn hier? Übermäßig. Englisch, aber sicher. Sure. Yes. Great. Doppeldeutigkeit war die Ironie. Genau. Aloe ist das. Übermäßig Utopie. Nee. Umgangssprachlich. Sprachlos. Machen wir erstmal den Lift hier. Da ist man aber platt. Ah. So, Knetmasse ist natürlich der Teig. Ey, jetzt ernsthaft. Ja. GTI. Englisch für Haustier ist Pet. So,
Sektor ist eine Zone. Das war das. Okay, Proben ist auch üben. Ja, haben wir. Fluss durch Kairo ist der Nil. Schweizer Berg ist wieder der Eiger. Ach, dass ich den... Warte mal, was haben wir denn hier? Aha. Ephesos. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich sowas kenne wie... Och Gott. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Pompeji. Die Stadt, die... von einem Vulkanausbruch getroffen wurde. Und ich kannte das schon, bevor es diese Loki-Folgen gab, in denen das erwähnt wurde. Kölner Karnevalsruf ist natürlich Alaf. Ja, und Vergnügen ist tatsächlich Fun. Sang If you believe in love tonight. Aber ist das das? Das ist ein anderes If you believe. Okay. Gebiet der Technik ist diesmal nicht die Bionik. Ah. Cheminik. Nein, ist es auch nicht. Trompetensignal. Ist eine Note. Nein. Portugiesisch heilig. Das war's nicht. Leitbild. Der. Also ich hätte jetzt Ikonen gesagt, aber. Idole. Aber das passt auch nicht. Radi, okay. Ideale. Das passt. Heilig war. Achso, wir können ja auch erstmal die Suppen eintragen. Ich probiere erstmal was. So, das ist es nicht. Ah. Trompetensignal. Tabs. Okay. Ach, der schon wieder. So, die Statik hätten wir hier dann noch. Geistig. Genial. Nein. Das ist es nicht. Laubbaum. Probieren wir mal die Erle. Dann ist es doch nicht die, die Aspe. Ich habe keine Ahnung gerade. Espe? Nee. Also E ist ja schon nicht richtig. Abfall. Was gibt's noch außer Müll und Schrott und Unrat? Mental haben wir auf jeden Fall hier. Okay, Ilme? Nee. Ulme war's. Und dann haben wir hier noch. Ah, jetzt komme ich endlich drauf. Laos. So. Brücke ist. Ja, es ist nicht Mont, es ist Pont. Oder so. Anhöhe ist eine Kuppe. Ah. Und Abfall ist wohl dann West. Oh, falsch. Das ist wohl der Rest. Ja. Und damit haben wir es mal wieder geschafft. Es ist soweit. Das Rätsel ist vorbei. Zeit ist so mittelmäßig. Aber dafür habe ich es heute mal geschafft, Napoleon ohne Hilfsmittel zu finden. Ja. Und damit würde ich sagen, wir bewegen uns dem Ende des Videos entgegen. Und zwar ist es ganz nah. 3, 2, 1, tschüss.